In Bottrop soll das größte orientalische Einkaufszentrum in ganz Deutschland entstehen, mitten in der Innenstadt auf einer Fläche von 17.000 Quadratmetern. Der Investor will mit dem Merhaba Center einen Ort der Integration schaffen, doch so manch einer befürchtet genau das Gegenteil. Der Verfall des Hansa Centers in der Bottroper Innenstadt ist unübersehbar. Seit 13 Jahren steht es leer, jetzt soll es wieder mit Leben gefüllt werden. Ein Investor plant in dem Gebäude ein riesiges orientalisches Zentrum, inklusive Bazar, Hochzeitsläden und arabischer Gastronomie. Das Ziel des Investors, eine interkulturelle Begegnungsstätte. Doch die rein orientalische Ausrichtung weckt bei vielen Zweifel. Das passt nach meiner Meinung, nach unserer Meinung passt es nicht hierher, weil es eben halt ausgrenzt. Das grenzt eine andere Gruppierung in Bottrop, also die nennen sie jetzt einfach mal die Urbevölkerung, grenzt es aus. In einem sind sich die Bottropper einig, der Schandfleck muss weg. Doch ob das nun geplante Zentrum das Richtige ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Naja, da wir ja sowieso Multikulti sind, würde ich sagen, passt es schon hierher. Ich sage, ich bin dagegen. Es hätte was anderes dafür hergemusst. Besser, wie wenn leer steht. Ein großer Streitpunkt ist auch der in dem Zentrum geplante Veranstaltungsraum. Der soll etwa 600 Gästen Platz bieten und unter anderem für Großhochzeiten angemietet werden können. Viele Bottropper befürchten Autokorsos und Lärm bis spät in die Nacht und das mitten in der Innenstadt. Die Genehmigung dafür noch fraglich. Ob die Stellplatzfrage gelöst werden könnte, auch solche Themen wie Lärmproblematik beispielsweise, ob das hier innenstadtverträglich wäre, das sind genauso Dinge, die die Verwaltung dann prüfen müsste. Der Investor plant eine Eröffnung Ende 2024 und hofft auf Kunden aus ganz Deutschland.